Heute darf ich euch mal wieder mit einem selteneren Panzer begrüßen, den ich so, glaube ich, vielleicht einmal, zweimal maximal gezeigt habe. Und zwar dem Objekt 907. Und ja, nicht nur, dass ich hier wirklich ein sehr schönes Replay bekommen habe. Es ist unglaublich schön, muss man schon sagen. Also der Schaden wird, ja, doch, den gibt's. Und ja, hat hier natürlich ein bisschen ein Glück, mit einem 9er, 8er Gefecht zu fahren. Aber es gibt ja auch trotzdem ein paar 10er. Und wenn man jetzt mal hier aufpasst, der Gegner hat sogar 2 10er mehr. Also von dem her ist sein Team hier eigentlich deutlich unterlegen. Das hindert den Nike M3. Nike M3, Nike Mate, keine Ahnung, ich bin ja raus aus diesem Jugendjargon. Auf jeden Fall, den hindert es nicht daran, hier dieses Gefecht wahrscheinlich sehr positiv zu gestalten. Ich selber habe ja noch gar keinen der Belohnungspanzer oder der Missionspanzer, muss man ja sagen. Dementsprechend mal gucken, wie sich der 907 hier so für ihn spielt. Jetzt hat er hier schon den ersten Ruh und der Ruh gleich mal schöne 14 HE-Schaden auf ihn gemacht. Aber jetzt gekettet, jetzt hat der Ruh gemerkt, oh scheiße, ich schieße ja HE, aber hat jetzt auf AP geladen. Und jetzt kam auch durch. Aber der Ruh, der hat hier schon ein bisschen einstecken müssen. Auto-Aim, Truff und jetzt RAM oder was? Und BAM! Weg mit ihm! Sehr fein. Hat ihm sogar zwar ein bisschen was, aber egal. Ne, er muss da gar nicht einstecken. Sehr fein. Noch ein besserer Kill. So, also. Ruh ist mal weg. Wen gibt's da noch? Da hinten ein paar TDs. Da unten ein STB, aber er geht auf die TDs hier. So, da ist die Su. Die ISU, muss man ja sagen. Nicht despektierlich die ISU auf eine Su runter reduzieren. Und da hinten ist sie wieder offen. Gun Depression sieht man jetzt gerade, er tut sich ein bisschen schwer runterzukommen. Ist nicht so toll bei dem Objekt. Aber es geht. Also es ist schon okay, aber könnte natürlich, man kann ja nie genug haben. So, STB, den will er jetzt sich jetzt holen, deswegen fahrt er hier runter. Bisschen riskant, muss man sagen. Nimmt den jetzt raus, aber hat dabei auch 411 HP fressen müssen, die in der STB da noch abgezogen hat. Und jetzt hier aber mit Schwung hoch Richtung TDs, beziehungsweise der ISU. Weil der E50 ist ja kein TD, selbstverständlich. 3:5 steht es gerade. Da ist die AT. Ja, da kommt er nicht drauf. Aber oh, jetzt auf die ISU noch 2 HP. Jetzt kommt der E50 rum. AT schießt drauf. Er verschießt jetzt hier. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Von der ISO, von der AT wollte ich gerade sagen, sieht er nur das Rohr, aber die hat sich dann Gott sei Dank nach vorne bewegt. ISO ist raus, jetzt kann er sich hier dem E50 widmen. Bisschen sehr überhastet geaimt. Da hat er hier leider nicht getroffen. Jetzt kettet er ihn, sehr fein. Aber auch der E50 kommt auf ihn drauf. Kette die nochmal, jetzt prallt er ab, sogar mit Premium. Und nochmal ein Hit, dann müsste er weg sein. Und ja, er nimmt ihn raus. Sehr schön. Gegner ist am Captain, wobei da hinten noch ein IS-4 ist und die AT. Jetzt hat er hier den Japaner, den Oho. Oho. Nicht zu wechseln mit dem türkischen Oha. Der Oho. Ziel erfasst. Wir haben das Ziel verloren. Nun also hier der Hit. Er spielt ihn hier unglaublich auf die 12. Also er ist hier wirklich sehr aktiv. Und das Schöne ist, und jetzt achtet mal drauf, er kommt nicht auf ihn drauf, weil er ist zu niedrig. Also der Oho kommt nicht auf ihn drauf in der Form. Sondern er kommt dort drunter. Das ist einfach zu lustig. So, und jetzt macht er ihn weg. Sehr schön gespielt. Sehr, sehr, sehr schön gespielt. Muss man ihm ganz klar lassen. Und viele würden auf sowas auch gar nicht drauf achten, dass ihr Panzer niedriger ist, als der Gegner sozusagen runterzielen kann. Also, wirklich gut.
Aber jetzt hat er noch ein paar Gegner vor sich. Lauter Zehner. 11 zu 10 steht's und man muss dazu sagen, der Gegner hat lauter Zehner. Sein Team besteht nur aus 2 Zehnern und 3 Achtern. Also von dem her der Vorteil, je nach HP-Pool, aber ein bisschen sogar auf Zeit der Gegner. Weil lieber habe ich noch 2 andere Zehner als 3 Achter in meinem Team. Und jetzt ist es sogar ausgeglichen. 4 Kills hat er, 4800 Schaden bisher gemacht, aber ich kann euch verraten, da kommt noch ein bisschen. 12 zu 11, der E50 ist auch fast leer, aber so eine Maus und so ein R100, die haben natürlich gerne mal Hitpoints und man hat hier die Maus gesehen, die hat noch 2400. Das ist schon reichlich. Die kommen nicht drauf. Und jetzt ist halt auch die Frage, wo ist jetzt der R100? Zuletzt dahin gespottet, aber wohl nicht mehr dort. Der T54 fährt da drüben ein bisschen alleine. Ob das so clever ist, weiß ich nicht. Er hat hier mit ein bisschen Schwung. Fahrt wohl Richtung Hügel. Ah, man sieht, die Maus und der R100, die stehen tendenziell beieinander. Also zusammen. Beieinander ist ja bohrisch. Entschuldigung, ich versuche immer möglichst Hochdeutsch zu sprechen, aber ab und an kommt mein mini-bayerischer Dialekt dann doch ab und an durch. So, da hinten die Maus. Kommt auf die drauf. Ja, Gun Depression mal wieder. Ja, jetzt kommt er drauf. Der ging voll durch ihre Panzerung. Und jetzt schneller Reload, da kriegt er noch einen Schuss auf jeden Fall raus. Sehr gut. So, jetzt kein Hit mehr auf die Maus, aber der R100 steht ja da unten auch noch komfortabel, so dass man ihn hoffentlich beschießen kann. Perfekt, ja. Der zeigt ihn auch sehr schön seinen Helm und seinen Rücken. Wenn man es noch nett umformuliert für den Arsch. Bei Arsch und Rücken nicht gleich ist, sondern ihr wisst einfach nur die Kehrseite, wollte ich damit sagen. Lassen wir das einfach. So, der R100 fährt jetzt hier weiter. Will sich jetzt hier mal ihm zumindest hier entziehen, deswegen fahrt er ja so ein bisschen rum, aber er kann jetzt hier schön auf ihn wirken. Da wäre er wieder offen. Ich würde weiter dann auf den R100 schießen, genau. Schade, dass er nicht kettet, das wäre jetzt ideal. Aber jetzt ist er final rum und nicht mehr beschießbar. Jetzt macht der R100 natürlich, hat leichtes Spiel. Aber die Maus kommt jetzt da auch noch rum. Schade, dass sie sich jetzt wieder zurückzieht. IS-3 gegen R100 und Maus. Und der IS-3 schaut auch von den Hitpoints nicht mehr wirklich frisch aus. Okay. Jetzt wird schwierig, mein Freund. E100 mit noch 1000 Struktur, Maus mit 1700. Das muss man erstmal wegknabbern. Der ging nicht durch. Na, ging nicht durch. Ihr habt auch schon mit Premium geschossen, aber das ist natürlich eine sau beschissene Ausgangslage. Jetzt ist er offen, jetzt wartet er hier. Bulldog schreibt schon, Drawman, don't die. 6 Minuten 22 ist eine lange Zeit, um da einen Draw rauszuholen. Kriegt er jetzt die Maus vielleicht nochmal auf? Aber leider wohl nicht. Jetzt ist die Frage, kommt der R100 da drüben rum? Versucht er ihn zu holen? Weil eigentlich ist der Gegner jetzt am Drücker. Also der Gegner müsste ihn jetzt versuchen hier zu holen, ganz klar. Da ist die Maus wieder. Die sich jetzt hier auf die Brücke müht. Jetzt ist er offen. Wie gesagt, auch hier, er muss einfach aufpassen. Er ist hier... Die Maus hat schon keine schlechte Kanone, die mal schnell 490 Schaden macht. Aber der R100, der macht natürlich nochmal mehr. Also... Da ist schon ganz schnell im Zweifel Schicht im Schacht. Jetzt aimt er lange ein. Nicht mal angekratzt. Schade.
Maus hat zum Glück nicht den besten Tarnwert, sodass er hier immer noch wirken kann. Der AN-100 steht jetzt im Cap auch noch. Da muss er natürlich hin. Wobei eine Sache würde ich den Gegner jetzt an dieser Stelle ankreiden. Sie hätten sich nicht aufteilen sollen, meines Erachtens. Weil bis die Maus jetzt da mal oben auf dem Hügel ist, ist er schon lange unten beim Cap gewesen und kann dann da wirken. Also die Aufteilung ist nicht sinnvoll, was der Gegner macht, aber naja, die sind wahrscheinlich sogar eher in dem Glauben, dass einer von beiden wird schon den Kill machen. Die Frage ist eben nur, wer. Aber die Aktion eben vom AN-100 finde ich allgemein spielerisch sehr gut, dass er hier ihn, also das Objekt, unter Druck setzt. Einfach natürlich, dass er jetzt zum Handeln gezwungen wird. Jetzt ist er gekettet, dementsprechend gedecapped. So, und jetzt kann er sich mal neben ihn setzen. Und so, und der hat ihn jetzt erstmal eine Heat, aber sowas von reingesemmelt. Jetzt prallt er ab. Jetzt kann er ihn hier aufgrund der schnelleren Rückwärtsgeschwindigkeit, konnte ihm hier ein bisschen wegfahren, aber war jetzt hier am Ende noch praktisch auf dem, jetzt muss ich gucken, dem 113 gestanden, konnte den AN-100 allerdings zerstören, macht damit seinen 5. Kill. Jetzt fehlt nur noch das Mäuschen. Vom Mäuschen kann er sich vielleicht sogar noch einen Hit abholen, je nachdem wie das RNG zuschlägt. Zwei Möglichkeiten. Entweder er fährt jetzt aufs Mäuschen drauf. Ich sag jetzt bewusst Mäuschen, er fährt auf die Maus drauf. Und killt ihn, versucht es. Oder er macht das gleiche, was der AN-100 gerade gemacht hat. Er fährt in den gegnerischen Cap, weil, wenn die Maus da wirklich oben hingefahren ist, bis der jetzt beim Cap wäre, könnte er es zeitlich sogar schaffen, aber er entscheidet sich wohl für Option 1. Das heißt, er will die Maus platt treten. Ganz schlechte Analogie, aber ihr wisst, was ich meine. Da ist die Maus. Oh, da ist auch gleich offen. Er ist ja wirklich unglaublich aggressiv. Er flügt hier sehr schön. Maus prallt ab. Und jetzt sehen wir mal das gleiche Spielchen wieder. Wo guckt das Rohr hin? Über ihn drüber. Da ist der, es ist sehr sensationell mit dem Objekt. Da hat die Maus keine Chance. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und er macht den Kill. Sau cool. 6 Kills. Angezeigte 9330 Schaden. Gemachte 9956 Schaden. Also wenn das nicht eine Spitzenleistung ist und der Krieger aber sowas von verdient war, dann weiß ich es auch nicht. Ich hoffe und denke, euch hat die Runde gefallen. Mir hat es auf jeden Fall saugut gefallen. Sehr schön gespielt. Ich kann euch nur darum bitten, lasst doch einen Daumen da, kommentiert auch das Video sehr gerne, sagt mir eure Meinung. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.